Meine liebe Freunde von DCS World, hier sind die von Starstream. Ich sitze heute mal wieder im Black Shark. Den ich mir jetzt erstmal belade. Ich muss mir unbedingt nochmal ein Video angucken zu den Air-to-Air-Missiles. Dann kommen natürlich noch Vika mit. Alter, was geht ab? Okay, wir werden anscheinend angegriffen hier, unsere Stellung. Das klingt nicht so gut. Einmal dicht machen hier. Batterie an. Einmal hier die Navigation und so starten. Fuelpumpen. APU an. Ne, APU nicht an, nur den Treibstoff dafür. Motorbremse aus. Intercom an. Unsere russische Betty auch an. Ekran. Ich mache auch schon mal hier das INU und die Abwehrgegenmaßnahmen an. Okay. Läuft. Dann starte ich mal hier. Das rechte Triebwerk, ja, da fliegen tatsächlich. Das sieht nach einer MiG-21 aus. Und die ist, glaube ich, weg. Oder auch nicht. Rechtes Triebwerk einkoppeln. Das ist hier gerade einfach zu spannend. Wo ist sie? Sehe ich gerade. Da wirft sie Flares. Na, da freut man sich doch hier gleich schon mal hier loszufliegen. Na, der eine Panzer hier ist nämlich. Der Gepard hier wahrscheinlich, der das ist wahrscheinlich tot. Ganz toll. Eieiei. Los! Hier geht's auf jeden Fall ab. Geil. Der ist weg. Triebwerk läuft. Ich lasse schon mal das linke Triebwerk an. Start. Da kommt er. Linkes Triebwerk an. Ich suche jetzt währenddessen das jetzt hier Olaf schon mal nach einer Mission. Irgendwas, was mir gefällt. Mission List. Oh ja, irgendwie was Entspanntes. Nee, Cass will ich nicht. Ja, so Artillery-Weg-Sniper. Aber hier ist in 5 Meilen ist was. Da muss ich ja nur hoch. Da muss ich ja nur hochhabern. Und dann kann ich das schon unterstützen. Null complete. Manpads. Help the anvil clear the enemy vehicles. Ja, lass doch mal versuchen. Das müsste ja direkt hier um die Ecke sein. Wahrscheinlich haben die hier auch gerade drauf geschossen. Da helfe ich doch gern mit. Das könnte nämlich auch echt schnell gehen. Okay. Dann bringen wir die mal auf Drehzahl. Alles klar. Generatoren können an. Unsere ganzen Funkgeräte. Achso, hier der Brandtest natürlich auch. APU kann aus. Schleudersitz an. Waffensysteme an. Den stelle ich auf DL. IFF an. NAV on. Den künstlichen Horizont. Den Default. Den Standby an, genau. Hinten ein bisschen Licht. Und EEG on. Dann den Staubschutz an. Und Pitot-Heizung auch an. Ich könnte eigentlich auch schon hier unsere Gegenmaßnahmen, unsere automatischen, anschalten. Und ich schaue mal, wo denn das Zielgebiet ist.
Was hat er gesagt? Jakarta, ne? Das ist unser Target, das ist richtig nah. Richtig gut. Richtig gut. Alles klar, das müsste also. Was haben wir denn hier? Hier ist so ein. Hier ist dieser Grenzposten und irgendwie dahinter. Hier ist so eine Straße und hier ist so eine Ortschaft. Das müsste ich auf dem Abriss auch gleich so sehen. Ich gehe mal hier auf Plan. Sag Select und. Unload. Ich gehe jetzt auf Draw und jetzt muss ich da mal ein bisschen reinzoomen. Obwohl, ich gehe erstmal raus. Und das müsste. Da unten sein. Irgendwo hier. Ich gehe nochmal auf den Missionspunkt. Hier ist dieses. Das ist das Waldstück und hier geht das so zusammen, so daneben. Das heißt, ich zoome mal rein. Geht das nicht weiter? Ach so, ja, hier, genau daneben. Links noch ein Stück. Da. Hier würde ich sagen, ist der Punkt. Ich sage jetzt hier Add. Sage dann, wie war denn das? Cancel? Act. Ach, jetzt habe ich ihn gecancelt. Scheiße. Draw. Achso, einfach wieder hier. Add. Enter. Plan. Active. Okay, wir sind ready. Ah, er ist einfach. Er sieht einfach gut aus. Geiles Ding. Ich finde den. Ups, einfach ultra, ultra sexy. Und er klingt gut. Alles klar, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was reißen. Ich blende mir einmal die Kontrollen ein. Ach so, was noch fehlt, natürlich sind die Autopiloten. Pitch Hold, Bank Hold, Heading Hold. Und dann sind wir fast ready. Ah, die muss ich wirklich, ich muss ja wirklich nur hoch. Weil. Das ist 10 Kilometer weit weg. Das ist nicht weit. Dann fahre ich auch gar nicht erst das Fahrwerk ein, glaube ich. Ich werde einfach ein bisschen tief bleiben. Ein bisschen mich näher ranschieben. Mach schon mal Autopilot für die Höhe. Ja, und los geht's. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Der Sound ist einfach nur richtig gut. Geh mal ein bisschen raus. Okay. 8 Kilometer. Okay. Ich glaube, bei 7 kriege ich eine gute 7,5 oder so krieg ich eine Schusslösung mit den Vika. Also, das funktioniert schon ganz gut. Ich werde jetzt mal ein bisschen steigen. Zwischen Bremsen und Steigen, also Nase hoch. Alles klar. Hover-Modus. Und Auto-Turn. Und ich gehe auf Moving Ground Target, und ich aktiviere mal den Laser. Was war der denn hier nochmal? Achso, das war mein Helmet Mounted Display. Gut, fangen wir mal an zu suchen. Achso, ich kann erstmal meine Waffen aktivieren, die ich will. Ich gehe auf die Vika. Aktiviere mein Helmet Mounted Display und ich kann mal anfangen hier zu suchen und werde ein bisschen steigen.
Schon mal ein bisschen lasern, damit er mir die Entfernung misst. Da sehe ich noch nichts. Gucken wir mal da so hin. Das ist 29. Das ist zu weit. Aber ich steige jetzt einfach mal ein bisschen. Guck, ob ich da gleich irgendwas sehen kann. Hier ist überall Wald, ne? 17. Sind die hier irgendwo im... Huch! Jetzt habe ich das hier irgendwie... Weiter, 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 weiter. Ne, guck mal bitte da irgendwo hin. Oder da. Oder da. Irgendwie da, so. Ja, das ist... schon da in der Nähe, wo ich gucken soll. Hier, ja. Irgendwo... hier so, ne? Ja, irgendwo hier in dem Waldgebiet. Sechs. Wie weit bin ich entfernt angeblich? Um die sechs. Das ist schon so der richtige... das ist schon das richtige Gebiet. Hier sollen irgendwo... ach, guck an, hier raucht auch die ganze Zeit was. Und hier wird auch geschossen. Wo schießen meine hin? Also irgendwo hier scheinen wir jetzt zu sein. Noch sehe ich hier nichts. Das wäre Wärmebild natürlich super. Aber ich steige einfach immer weiter. Da ging auch gerade irgendwas hin. Kann die nicht sehen. Keine Ahnung, wo die sein sollen, ne? Aber irgendwo hier. Ich schätze mal, das sind meine, oder? Ja. Ich möchte auch nicht unbedingt näher ran, aber ich bin glaube ich schon relativ hoch. Oh, mal gucken, wie hoch bin ich denn schon? Ja. Ziemlich hoch für so ein Heli. Tja, wenn man jetzt mal so rausguckt, ich guck mir das jetzt nochmal an. Irgendwie hier vorne in diesem Wald.
Mann, manchmal leckt das hier doch ganz schön. Tja. Ich würde euch ja gerne helfen. Aber fuck it, ich sehe die nicht. Vorne schießen sie auch hin, ne? Aber im Scheißwald sieht man auch immer nichts. Oh, ist das nervig. Ich bin viel zu hoch. Ich würde einfach jetzt mal doch einen Stellungswechsel machen. Da vorne irgendwo hin. Vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Auch wenn ich da eigentlich nicht so Bock drauf habe. Raus aus dem Hover-Modus. Darf natürlich auch nicht zu schnell werden, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will auch nicht so nah ran. Na, da wird gefeuert auf jeden Fall. So, ich will bremsen. Ich bin schon viel zu nah dran. Hover-Modus. Mal gucken, was geht. Boah, ich bin schon richtig nah dran, ne? Viel zu nah, viel zu doll. Aber ich sehe immer noch keine Gegner. Das gibt's doch nicht. Die müssen hier irgendwo in diesem Wald sein. Schon irgendwelche Infanteristen. Was beschießen die denn da? Ich sehe hier nichts. Tja, also ich bin jetzt wahrscheinlich auch fast am Ziel. Ich gucke ein bisschen zu weit rechts. Und ich bewege mich auch zu weit nach vorne. Ich würde mich gerne mal umpositionieren. Das hier verstehe ich nicht.
Oder sind das die da hinten, sind das doch Feinde da vorne? Aber wenn ich jetzt so raufguck, könnten das auch die Feinde sein da vorne. Ich schieße doch einfach mal drauf und guck, was passiert. Ob ich dann irgendwie Ärger krieg. Ich hol's da gleich mal mit der Gun rauf. Ich werde auch nicht beschossen, was mich ein bisschen wundert. Okay, Hover-Modus. Da vorne standen sie. Oder auch nicht. War das nicht da vorne? Da. Gucken wir mal, also ob das meine sind oder nicht. Ich kann es noch nicht so genau sagen. Die haben auf jeden Fall AKs. Nehmen wir mal die Gun. Achso, Master Arm on. Los geht's. Ja, doch, sind Feinde, glaube ich. Sieht dann jedenfalls so aus. Der liegt auch. Dann habe ich die ganze Zeit falsch geguckt und hatte gerade Glück. Boah, der ist auch weg. Was sagt denn meine Mission? Äh. 40%, da vorne sind noch mehr. Jetzt schießen die auch auf mich. Komm her. Du bist auch weg. Da ist noch einer. Oh, die sind auch ein bisschen gefährlicher. Ich gehe auf die Vika. Oh oh, ich werde beschossen. 2, 1. Wieso schießt er nicht? Oh oh oh, weg, 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 weg. Das wollen wir nicht. Wir sind relativ empfindlich. Wieso konnte die Vika gerade nicht schießen? Das hat mich jetzt gerade echt gewundert. So, wir drehen uns einmal.
Gucken wir mal. Irgendwo da war noch was. Hier. So, den möchte ich jetzt gerne beschießen. Und jetzt müsste ich ihn doch treffen. Ich mach mal hier die ich geh mal auf Manual. On Rifle. Splash. Da mir was schießt. Ja. Irgendwo da muss noch was sein. Irgendwer oder was schießt da noch? Mensch, gibt's doch nicht. Wo ist er? Da ist noch ein Truck. Ist anvisiert. Rifle. Nicht Rifle, wieso nicht? Ah, okay, gedrückt halten musste ich noch. Aber da hinten wurde auch irgendwas noch geschossen. So, ist da jetzt Ruhe? Wow, 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 wow! Wer schießt hier denn auf mich? Da vorne, da wird geschossen. Mein HUD ist auch tot. Oh, mein Heck ist auch tot. Ich versuch's zurückzuschaffen. So was Blödes. Ah, ich hab doch schon mal geschafft. So ist es ja nicht. Mein Abrams ist tot. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, so richtig. Lass mal uns kurz checken, wo ich bin. Sonst bin ich gleich weg. Ich will es zur Basis wieder schaffen. Kurz checken, wo ich bin. Jetzt bin ich gleich weg. Ich werde nicht mal angezeigt auf der Map. Ist natürlich toll. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich möchte es nach Hause schaffen. So, kann ich mich irgendwie orientieren? Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Keine Ahnung, wo ich bin. Ich werde nicht mehr angezeigt. Ich gelte schon. Für die DCS gelte ich schon als tot. Aber ich fliege ja noch. Da!
Das schaffe ich. Oder nicht? Doch, 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 ich schaffe das. Eieieiei. Ich trete gerade voll ins Ruder, ne? Biegt sich nicht mehr so richtig gut hier. Die Landung wird auch spannend. Aber ich versuch's. Da müsste mein Flugplatz sein. Da vorne. Okay. Eieiei, dieses Ding jetzt hier zu landen. Ohne Heck, ne? Das ist ja das Spannende. Ohne Heck. Oh, oh. Mal gucken. Nee, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Halt, stopp, stopp. Oh, nicht abhauen. Hier. Man sage und staune hier noch, ne? Noch in der Farb gelandet. Am Flugfeld hier noch. Vielleicht rolle ich noch mal ein bisschen rum, damit das auch wirklich zählt. Könnte ich jetzt den Heli wieder komplett reparieren lassen? Ja, eigentlich für die Ehre, ne? Ich will eigentlich keinen neuen nehmen. Na, komm schon. Weil da mache ich jetzt natürlich nochmal Rest. So. Oh. Das war knapp. Gut, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind in der Zone. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig repariert und aufmunitioniert bin. Und dann machen wir die Mission zu Ende. Bis gleich. So, ich bin wieder ready. Ich weiß nicht, was das hat mir hier gerade gesagt. Irgendwas hat wohl nicht geklappt. Was da? Hier blinkt nichts, aber irgendwas steht da im HUD, was ich nicht... checke, mein Russisch ist nicht so gut. Ein U-Reset. Ja. Das Schlimme ist, ja, dass meine Autopiloten auch nicht funktionieren. Also... Ich glaube, der Hubschrauber weiß nicht, wo er ist.
Ich guck mal, ob ich da irgendwas zu finde. Ich glaube, das INU musste sich tatsächlich einmal allein, und das dauert recht lange. Glaube ich 20 Minuten, wenn sich das manuell allein. Ich guck mal auf die Uhr. Das kommt ungefähr hin jetzt nach dem Repair. Wie bist du? Na, nicht ganz 20 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Also da hätte ich jetzt eigentlich sonst nicht drauf gewartet. Hat mich jetzt aber interessiert, warum das nicht funktioniert hat. Das heißt, ich steige jetzt wieder und mache jetzt mal... Was ist denn bitte? Warum regst du dich gerade auf? Bin noch nicht... Wieso regt er sich denn gerade so auf? Bleiben Sie entspannt. Mr. Black Shark. Okay. Ich mach mal hier den Autopilot für die Höhe mit rein, den Dämpfer. Und fang schon mal an zu luschern. Der muss irgendwo da gewesen sein. Irgendwo hier, glaube ich. Da wurde ich beschossen. Guck mal hier, da sind doch schon wieder... Und irgendwo hier weiter standen noch... Sind doch die hier gewesen. 6,9. Lass mal gucken, ob ich die treffe. Okay, ich versuche mal in Hover-Modus zu gehen. Vielleicht bin ich dafür zu schnell. Ziele sind gelasert. Ich gehe auf die äußeren Stationen. Gucken wir mal. Von Rifle. Ich glaube, der war schon kaputt. Ich guck mir mal meine Mission an. Also Mission, ja, ist noch, scheint noch nicht komplett durch zu sein. 70%. Also irgendwelche Typen stehen hier noch rum wahrscheinlich. Sieht aber auch alles schon recht kaputt aus. Ich sehe auch kein Feuer mehr. Okay, fliegen wir mal näher ran. Da stand ja auch Vehicles, ne? 10 Mission Briefing. Help and we'll clear the enemy vehicles. Ja. Also irgendwo sind da noch welche. Die sind alle kaputt. Wiesel mit dem Hubschrauber macht immer so semi-mäßig Spaß. Da liegen die Leichen rum. Oh, ich mach's jetzt trotzdem. Geh mal auf die Gun. Und mach den Laser mal aus. Und schau mal. Ob hier irgendwas schießt. Ja, da hinten sind noch welche.
an den Berghang. Da sind sie. Hover-Modus. Da haben wir hier Panzer und so. So. Nicht, dass ihr auf mich schießt, ne? Da hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Schon mal wieder auf Auto. Auto-Turn. Lasern. Und Rifle? Ja. Yeah. Jo, der ist weg. Splash. Na komm. Rifle. Splash. Den nehme ich mit der Gun. Oh, komm schon. Was haben wir hier noch? Du bist ein Panzer. Für dich nehmen wir wieder die Vika. Und Rifle. So, war's das? Nice. Mission complete. Ich kann ja mal gucken, ob noch was in der Nähe ist. Ein bisschen Munition habe ich ja noch. Other Mission List. Sieben Kilometer Sydney. Stadtkämpfe sind immer nicht so meins. Oh nee, das finde ich immer blöd. Gucken wir, ob wir was anderes machen können.
Das war Sydney bei 7. Nehmen wir mal Hanoi. Clear the enemy formation around the highway. Das finde ich gut, glaube ich. Wo seid ihr denn? Das ist hier links von Minak. Okay. Muss man sich mal einen Wegpunkt bauen dahin. Ich sage erstmal wieder. Oh, fuck. Was? Bisch. Ich gehe erstmal runter. Leute, ganz ruhig. Ja, kurz mal wieder in Hover-Modus gehen. Entspannt bleiben. Ich wollte auch hier meinen NAV-Punkt erstmal in Ruhe eingeben. Ins Abris. Alles klar. Bisschen höher bitte. Alter. Irgendwer findet mich da gut. Triple A oder so. Warte, ich kann auch theoretisch hier kurz landen, ne? Oh, viel Platz habe ich hier nicht. Ja doch, ich lande hier kurz, hole mir meinen NAV-Punkt und dann versuche ich mich da mal ranzusneaken. Okay, mal Bremse. Okay. Wie viel Munition habe ich denn noch? 8. Ja, das könnte vielleicht noch reichen. Gut, ich gehe erstmal wieder auf NAV. Flightplan. Ne, NAV. Flightplan. Wie war denn das? Wie NAV? Edit. Nee, warte mal, ich will active NAV Map. Ich will einen neuen Punkt. Wie war denn das? Oh, die Mission ist schon complete. Ich war es nicht. Ach, Leute, ich glaube, dann war es das, würde ich sagen. Hab ja die Mission geschafft. Ich bin einmal hin zurückgekommen, einmal reparieren lassen, aufgeräumt. Hat Spaß gemacht, so insgesamt würde ich sagen, sind ein paar coole Bilder dabei rausgekommen. Uns geht's noch gut, wir könnten jetzt zurückfliegen und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.